Weil Fraps sagt manchmal halt, da ah, guck mal das Spiel da, nee, das will ich jetzt nicht aufnehmen. Tausend Tonnen bei 1040 Kilometern die Sekunde erzeugen natürlich auch einen ungeheuren Luftwiderstand. Die Tiere würden aufgeheizt werden wie ein Raumschiff, das zurück in die Erdatmosphäre eindringt. Das würde bedeuten, dass sie praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen würden. Das folgende Paar wird dann dem Luftwiderstand preisgegeben und würde augenblicklich einfrieren. Und das gesamte Gespann von 200.000 Rentieren würde innerhalb einer 5000stel Sekunde vaporisiert werden. Der Weihnachtsmann hinten im Schlitten würde dann einer 17,5000-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt werden. Das heißt, es würde ihn förmlich in seinem Sitz zerquetschen. Nämlich auf atomarer Ebene per Nanotechnologie. Rohmaterial wäre dazu alles, was sich so auf einem Dach finden lässt. Also Schornsteine, Ziegel, Dachbalken, Dachböden, Etagen. Nein, natürlich nicht. Rohmaterial wären dazu Schnee und Ruß. Also das Übliche halt auf einem Dach zu Weihnachten. Winter. Wenn ich heute mal meine ganzen Audiosachen vorstelle, die so um mich rum rumfleuchen und kreuchen. Das Rode NT1A. Es ist zwar das Mainstream-Großmembran-Mikrofon schlechthin, aber das hat einen guten Grund, denn es ist saugeil. Einfach das geilste Handy der Welt, irgend so ein richtig alter Klumpen. Hier ist meine Aufnahmekabine hier oben. Also, mein Keyboard, Mikrofon seht ihr hier. Fuck! Mann, fuck! Fuck! Oh! Ich weiß auch, dass ich lang brauch. Fuck! Ich will mich auf jeden Fall in diesem Video bedanken an alle von euch, die mich in diesem Jahr und in meinem ersten Jahr in YouTube so unglaublich unterstützt haben. Und ich finde es echt richtig geil, dass es euch gibt. Und ich muss auch dazu sagen, vor 3 Wochen erst habe ich mein 50-Abo-Special hochgeladen. Und jetzt sind wir schon bei knapp 90 Leuten. Und das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Und ich danke euch dafür. Borderlands und The Bureau angeht, da müsst ihr selber in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel weiter fertig let's played haben wollt oder nicht. Ey Junge, du hast doch letztlich erst noch gesagt, dass du das fertig machen willst, oder was? Ey, Spasti, Mann, ey, piss dich. Ja gut, hab ich, aber ja gut. Und ja, ich hoffe, ihr macht euch noch einen schönen Tag und danke nochmal, dass es euch gibt und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.